Willkommen zurück zu Ghost of Tsushima, Folge 20. Dankeschön, Wetter. Und es ist noch Gewitter. So, der Sake ist gerettet. Gebadet wurde auch. Wir machen jetzt sofort weiter hier mit den nächsten Aufgaben. Und zwar heute habe ich vor, in diese Richtung hier zu gehen. Hier noch schnell so einen Anführer töten. Kein Problem. Holzfällerlager lasse ich nochmal aus. Aber ich will das Blaue hier gerne haben. Das ist nämlich die Legende von Tadayori. Und da gibt es nämlich eine Rüstung. Und ja, warum nicht? Liegt ja eh noch auf dem Weg so nach unten. Können wir mal machen. Ist genau hintereinander. Damit geht's heute weiter mit Ghost of Tsushima in Folge 20. Schön, dass ihr hier wieder dabei seid in der heutigen Episode. Schon seit 20 Tagen hier täglich. Sehr schön. Halt den Rand da oben. Blödes Gewitter. So, ich habe auch noch Skillpunkte zu vergeben. Die will ich hier nochmal ausgeben. Ich will ja gerne dieses perfekte Ausweichen endlich lernen. Hier unten ist es. Kostet nämlich 2 Fähigkeitspunkte. Perfektes Ausweichen. Kurz bevor Schaden genommen wird, Kreistaste drücken zum Ausweichen und dann Viereck oder Dreieck für den Gegenschlag. Ich will mal gucken, wie mächtig das ist. Es sieht auf dem Video jedenfalls sehr mächtig aus. Und dann haben wir auch hier das Ausweichen schon fast fertig. Danach kümmern wir uns vielleicht noch ein bisschen um die Parade. Aber naja, es gibt auch noch viele andere Sachen, die man lernen muss. Aber jetzt ist aber das perfekte Ausweichen drin. Ups, das ist das perfekte Hinhocken. Das habe ich schon vorher gehabt. Und jetzt gehen wir dahin. Das sollte hier auch 190 Meter. Oh, da lang? Hab ich falsch gesehen. Es geht da oben lang. So, mal gucken. Ich bin so gespannt auf das Ausweichen. Perfektes Ausweichen. Nicht nur einfach irgendwelches Ausweichen. Was ist denn das da hinten eigentlich? Das ist ein Fluss. Da sehe ich Feuer. Ja, ist es da unten? 60 Meter? Ja, ja, da ist es das. Das ist das. Da, oh, da sehe ich schon den ersten Bogenschütze da hinten. Auf seinem Ausguck. Steinbogenkreuzung. Mongolengebiet. Abrollen, Action. Au. Okay, doch nicht abrollen. Schienbeinbruch war das eher. So, den da oben will ich gerne runterschießen. Oh, es gibt wieder Herausforderungen. Was haben wir denn? Erreiche das Missionsgebiet. 10 Meter. Ja, das schaffe ich. Besiege die Mongolen. Töte einen Gegner mit Kunai. Kann man die mit Kunais töten? Ich dachte, Kunai ist nur dafür da, um die benommen zu machen. Was war das letzte? Finde und beobachte den Anführer. Ah, geil. Den können wir wieder beobachten. Haben wir wieder doppelt Belohnung. Töte einen, ne? Nee, also das soll ich zweimal machen. Gegner mit Kunai töten. Reicht das denn, wenn ich mit den Kunai anschmeiße und den dann töte? Oder soll ich ihn wirklich mit Kunais töten? Ah, guck mal, wir sehen den Anführer schon, der ist am Strand. Wie soll ich den denn beobachten? Der steht da so ganz allein. Und da ist irgendwie keine Mauer drumherum. Vielleicht von oben. Da gehe ich gehe da mal zuerst hin. Vielleicht kann ich den. Wow, was ist das für eine Höhle hier noch? Vielleicht kann ich den Anführer von oben belauschen. Beobachten. Wäre geil, ne? Von hier aus im hohen Gras so. Jawohl. Das Symbol ist da. So. Das ist ja gut. Das ist ja voll gut. Beobachtet. Du hast Windkampfhaltung gelernt. Hui. Jawohl. Die Windkampfhaltung war gegen Speerträger, ne? War das so? Speere und Äxte? Okay. Sehr effektiv gegen Speere und Äxte. Danke. Effektiv gegen Speerkämpfer. Schwere Angriffe fügen zusätzlichen Taumelschaden zu. Speerbrecher. Dreimal die Dreieckstaste. Das sieht aber nice aus. Oder für einen Taifuntritt gedrückt halten. Ach, guck mal an. Mitten im Kampf einmal mal wegtreten. Dreieck gedrückt halten, zack, weggekickt. Halte R2 gedrückt, um die Kampfhaltung zu wechseln. Ja, fehlt danach nur noch eine Kampfhaltung. Komm gut voran. Okay, das hat. Alter, wo fliegen die Pfeile denn eigentlich links, rechts an seinem Kopf vorbei? Siehst du das?
Hoi, und du kriegst du hart das? Hier, ja, Jingo. Ja, ja. Das ist, glaube ich, für den Kurzbogen einfach zu weit weg. Da brauche ich, wenn, vielleicht einen Langbogen für. Die fliegen ja dann nicht mal eine gerade Linie. Also, dass sie von oben nach unten senken, ist ja klar. Aber hier auf der Entfernung fliegen die wirklich Pfeile ja auch noch links, rechts an dem Gegner vorbei. Naja, guck mal, der schießt aber noch da hinten in die Wiese. Und so muss ich ja so schießen, oder? Na, das ist eher eine Pfeilverschwendung. Okay. Kunai töten. Mach ich das. Nee, hat nicht geklappt. Jetzt. Ja, man muss sie wirklich töten mit dem Kunai. Da brauche ich aber ein paar mehr Kunais. Jetzt habe ich nämlich schon wieder keine mehr. Da holen wir einen raus. Weil dann hau ich die runter und mache da den letzten Schlag mit Kunais. Ja, nicht ganz so runterhauen. Das ist tot. Ey. Der blockt den Bogen. Wie viel Leben hat er? Wo ist sein Lebensbalken? Hey, jetzt sehe ich ihn, aber jetzt habe ich auch keine Kunais mehr. Okay, das war scheiße. Erster Kampf des Tages war mal wieder kacke. Die lassen sich aber auch immer Zeit mit dem Beenden des Kampfes. So, wo bin ich? Da. Herausforderung, Quatsch. Habe ich jetzt noch Kunais? Kann ich das sehen? 8. Nee, das sind Pfeile. Wirklich töten mit den Dingern, ey. Töte Gegner mit Kunais 0 von 2er. Das Beobachten hat er gespeichert, den einen Kill mit dem Kunai nicht. So. Kurzbogen auf kurzen Distanzen. Mordsgefährlich. Er steht zu weit weg. So, das war's. Ich glaube, um mit den Kunais zu töten, habe ich einfach zu wenig Kunais für. Ich hole ihn mal hierher. So. Er kommt. Wasserkampfhaltung ist noch. Komm, ich muss ja kämpfen wie ein Kunai. Ach! Das ist jetzt sofort immer killt, der Schlag. Ja. Ich weiß, das wird der Windhaltung. Halte gedrückt um. Ich will nicht zur Windhaltung wechseln. Nicht jetzt. Ich bin doch gerade voll perfekt ausgewichen. So, danke schön. Kunai. Unwürdig, aber wirkungsvoll. Das ist gar nichts unwürdig. Warum kriege ich aus dem keinen Kunai wieder rausgefischt? Schwarzpulverbombe voll. Aber seht ihr die neue Schwerthaltung hier? Das ist, da hält er das so ein bisschen seitlich nach rechts hin.
Und Dreieckangriffe. Und der Kick. Eins, zwei, Kick. Oder gedrückt halten. Bär. Kein Roundhouse-Kick. Aber immerhin. Schön gerade. In your face, Kick. So, einen noch mit Kunais töten. Komm. Das war jetzt ein schlechtes Beispiel, was die das perfekte Ausweichen angeht. Da noch den Text dann mit der neuen Haltung da gemacht hat. Ey. Wo sind die alle? Gibt's noch welche? Oh. Wenn nicht, muss ich irgendwie den Anführer töten mit Kunais. Verbesserte Verfügbarung, Sakai Katana. Oh, endlich Stahl! Jawoll! Zweite Verbesserung für das Katana, ey. Endlich. Na, hier stehen noch ein paar mehr, aber die schaffen wir schon. Ach, das sind ja auch zwei. Komm, einen töte ich. Ach, noch ein Bogenschütze. Ja, Kunai. Und fertig. Jetzt brauche ich euch nur noch besiegen. Ah, es sind ja zwei da oben. Ah. Weg mit dir. Dorsha! Nicht getroffen. Also er. Jawohl, geht doch. Sechs Pfeile wieder mitgenommen. Sehr schön. Okay, dann looten wir noch schnell alles ab. Ich finde es gut, dass es den Anführer bisher nicht so interessiert hat, was hier mit seinem Lager passiert, weil er immer noch draußen da schön am Trainieren ist. Und denkt sich so, Mann, ich habe heute so viel geschafft. Ich werde immer stärker. Ich trainiere den ganzen Tag. Wie Son Goku. Aber er kriegt halt nichts mit. Okay, Pfeile voll. Und schauen wir nochmal in sein Zelt rein. Vielleicht können wir jetzt mit seinen Spielsachen spielen. Zweimal Vorräte. Oh, nochmal Stahl. Jawohl. Katana-Verbesserung werde ich mir auf jeden Fall beim Waffenschmied dann holen. Mehr Schaden. Aber für das perfekte Ausweichen musst du wirklich im allerletzten Moment das machen. Da liegt doch noch was drauf, oder? Hier, Eisen. Ein Eisen. Okay, Kettenattentat sehe ich hier. Kehre zum Missionsgebiet zurück. Bin doch noch da. So, wo ist denn hier der Strand noch gewesen? Da, ne? Ah ja. Ich gehe nochmal nach oben. Damit wir uns jetzt hier den Anführer schnappen können. Verbleibende Gegner Herausforderung? Nö. Wir wollen immer ständig, dass man hier irgendjemanden herausfordert. So, hier geht er rüber. Aber wieder alle Herausforderungen geschafft, ne? Ja. Jawohl! Und das ist auch einer mit Speer. Dann können wir hier schön die Kampfhaltung machen. Oder auch nicht. Der ist ganz schön schnell. Los, greif. Geh ran. Alter, ja. Daneben getreten. Habe ich echt einen Bogenschütze übersehen?
frei. Schau mal, Kackwatzen! Boah. Perfektes Ausweichen-Kill. Auch nicht schlecht. Wow, für die nächste Kampfhaltung 11. Okay, gut. Fehlt ja auch nur noch eine. Eine letzte Kampfhaltung und dafür dann 11 Anführer noch töten. Und 2 Kunas gekriegt. Juhu. Den Turm hier aus und den habe ich vergessen, ey. Aber der hat auch die ganze Zeit nichts gesagt vorher, ne? Der Typ. So, damit haben wir das erste heute geschafft. Boing. Steinbogenkreuzung abgeschlossen. Daher, wo kommt denn dieses Fragezeichen jetzt noch her? Naja, ich will lieber hier. Ich will die Rüstung haben. Also gehen wir jetzt weiter in die Richtung. 350 Meter, okay, das ist weiter weg. Ups, sorry, Nuno. Bin ich fast getroffen. Und da ist noch Bambus. So. Mal gucken, wann ich da die nächste Zeit habe, um einen Waffenschmied aufzusuchen. Jetzt will ich erstmal da zur Rüstung. Das sind die Tiere da, ne? Kein Vogel. Man kann so viel bei dem Spiel schon merken, indem man richtig hinhört. Man hört dann die Füchse, man hört die Vögel, die man dann verfolgen kann. Aber diese Wildtiere da, die bringen ja nicht so viel. Ist das Holzfällerlager da vorne? Hier habe ich einen Vogel. Tadayori, da ist der Richtige. Und der Vogel, der bringt mich doch bestimmt gerade zu der Person hin, ne? Ja, guck mal, der landet da auch. Der Vogel fliegt ins Feuer! Ein Selbstmordvogel! Nee, doch nicht, der ist da reingeflogen. Gesellt euch zu mir. Wie sie alle zuhören. Der muss die besten Storys drauf haben. Ah, ich wollte den Vogel erschießen. Okay, hören wir mal die Geschichte an von Taidori, oder wie er heißt. Taidori. Aber erstmal gucken, was ich hier noch lernen kann. Kampfhaltung, muss ich echt mal anfangen, die zu verbessern. Es gibt so andere Sachen, die so viel wichtiger sind. Das sieht auch gut aus bisher. Was haben wir denn hier bei der Taifuntritt? Stoßen deine Gegner weiter zurück und fügen zusätzlichen Taumelschaden zu. Guck mal, da kann man in die Klippe runtertreten, ey. Das ist Tsushima. Boom. Und dann fliegt er die Klippe runter. Entfessle eine Flut von 4 schnellen Schlägen. Ich glaube, das mache ich mal gegen Schildträger. Schildträger kommen ja recht häufig vor, auch diese dicken. Haben wir da schon mal ein paar bessere Schläge gegen Schilde. Klingt, als hättet ihr eine interessante Geschichte. Überrascht mich, euch in Asamo zu finden. Wir beide gehen dorthin, wo man uns braucht. Meine Geschichte ist auch für eure Ohren. Der hat uns doch die Geschichte von dem Himmelsschlag schon erzählt. Vor Jahrhunderten war Tadayori Nagao der größte Bogenschütze unserer Insel. Berühmt für seine Weisheit und Treffsicherheit. Der Kami Hachiman selbst war so beeindruckt, dass er dem Schützen seine Rüstung schenkte. Leicht und stark wie keine sonst. In jener Zeit plagten grausame Piraten die Küste. Sie drohten, die Stadt in der Asamo-Bucht auszulöschen. Die Menschen flohen. Doch Tadayori trat den Piraten allein entgegen, in seiner mythischen Rüstung. Die Piraten stürmten die Stadt. Tadayoris Pfeile durchbohrten sie. Nur wenige überlebten. Doch kein einziger Hieb durchdrang Tadayoris Rüstung. Jahre später starb Tadayori friedlich in seinem Heim. Doch seine Rüstung verschwand rätselhafterweise. Manche sagen, seine Nachfahren hüten sie noch heute, bis wieder ein Krieger erscheint, um Tsushima erneut zu verteidigen. Die wenigen Schriften über Tadayori, die es noch gibt, beschreiben eine lila Krone, einen Ort nördlich von Asamo, voll mit lila Chrysanthemen, wo Tadayori
oft meditiert haben soll. Okay, Lila hat mich schon überzeugt. Die Legende von Tadayori. Lila, wie schön. Ich will nur die Mongolen aus unserem Zuhause vertreiben. Die Rüstung könnte helfen, wenn sie wirklich so gut ist. Seine Rüstung ist ohnegleichen, mein Herr. Und ich glaube, dass sie noch da draußen ist. Findet die lila Krone. Jo, okay. Klingt spannend auf jeden Fall. Lila Krone. Ah, es geht wieder ein Stückchen zurück. Habe ich hier nicht irgendwo sogar noch einen Ort, wo ich schneller hinreisen kann? Das sind ja über 700 Meter. Hier, zur, wo ich heute angefangen habe, an der heißen Quelle. Und dann hier, dann bin ich ja schon so gut wie im Suchbereich drin. Machen wir das doch. So. Der war also Bogenschütze. Also ist das doch eher dann Bogenschützenrüstung? Ich hoffe nicht, dass da nur Bogenschützen, Bonis drauf sind. Mal schauen. Davon ist es ja schon. Sind nur 30 Meter. Siehst du, das war schon okay mit dieser Reise hier nochmal zur Quelle. Ah, ist wieder schöne Lichtstimmung. Aber hier ist auch nichts lila. Ich bin jetzt im Suchgebiet drin. Suche nach lila Blumen. Wird schwierig, wenn dann die Optik ein bisschen anders wird. Von der Farbgebung her. Alles sehr gelblich gerade. So, lila Blumen. Ich sehe noch gar keine. Da vorne sind die Mongolen, ja. Sollte man lila Blumen nicht eigentlich schon ein bisschen besser sehen? Ich hätte gerne einen erhöhten Punkt oder so. Lila Blumen? Ich bin mittendrin im Kreis, ne? Ja, mehr oder weniger. Huch. Da sind Banditen im Gras. Die kriechen da schon wieder rum. Wir müssen ihn finden. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Und dann habe ich noch eingetreten. Perfektes Ausweichen. Deckung! Hast du dich getroffen? Bäm! Bäm! Na, steh auf, komm schon. Chuck Norris. Jean-Claude Van Damme. Ich glaube, der hat gleich genug, oder? Er ist voll benommen, er weiß gar nicht mehr, was ihm geschieht. Genug gespielt. Ich mag die Schwerthaltung alleine wegen dem Tritt. So, wo sind die lila Blumen? Viel wichtiger. Da geht schon fast wieder raus aus dem Kreis. Der Kreis ist ein bisschen größer. Wäre es nicht schön, wenn man irgendwie vom Tal aus runtergucken könnte und dann siehst du das? Abrollen hat geklappt mal wieder. Yay. Da oben ist ein Torbogen. Ob der noch da irgendwo hinführt. Ein gutes Pferd. Flotter, no go. Da fängt lila Blumen an. So ein bisschen. Oh, oh. Ist das ein Bär oder sind das Wildschweine? Wildschweine. Die Wildschweine laufen noch immer weg von mir. Aber guck mal, hier sind lila Blumen.
Hier ist es noch nicht. Lila Chrysanthem. Ja? Der Musikant, der mir die Legende von Tadayori erzählte, erwähnte sie. Sie ja. könnten zur Lila Krone führen. Ah, es geht da hoch. Da ist auch noch so eine Festung da oben irgendwie. Was ist denn das da vorne? Ah, eine Fackel. Okay. Aber guck mal, bei der Lichtschirmung siehst du halt kaum, dass noch, also so ein bisschen, dass sie ja noch lila sind. Wow, da hinten sind noch ganz, ganz viele weiße Blüten, ey. Endlich mal wieder schöne, klare Sicht. Kein Gewitter. So, Nobu, wir sind die angekommen. Lila Krone. Hier könnte Tadayoris Rüstung sein. Weihrauch. Kürzlich verbrannt. Ich glaube, es war schon jemand hier. Etwas in diesem Behälter da. Eine Karte zu Tadayoris Ruhestätte. Hä? Ach du Kacke. Finde auf der Karte den gezeigten Ort. Okay. Wir sind jetzt da unten am Schrein. Und müssen jetzt zu so einem Felsen gehen, wo eine Höhle ist. Da sind aber auch lila Blumen. Eigentlich doch genau geradeaus runterreiten, oder? Warte mal, wo ist denn, wenn ich jetzt so gucke, dieses Gebäude, dieses Haus? Das Haus soll ja da links sein. Ich habe da oben halt diesen Turm. Aber sehe jetzt nicht unbedingt hier irgendwo da so ein Haus. Oder ihr? Da sind ja auch noch Felsen. Welche Felsen sind das? Ah, guck mal, man sieht ja aber hier noch diesen Kreis. Der Kreis bleibt also noch bestehen. Er ist halt sehr groß. Ich würde, glaube ich, erstmal in die Richtung da vorne reiten. Nein, hoch! Ja, Nobu, dankeschön. Schmeiß mich halt sehr runter. Gut, Nobu. Was war da denn sehr gut? Warte mal, da ist auch ein Fluss eingezeigt auf der Karte, ne? Da ist ja ein Fluss. Das könnte dieser Fluss hier sein. Also muss ich über den Fluss rüber, also wirklich auf jeden Fall hier so in die Richtung. Höher! So, das nehmen wir mit und reiten jetzt einfach mal Richtung Fluss. Irgendwo da lang. Eine kleine Schnitzeljagd. Auch mal interessant. Da ist der Fluss und da ist das Gebäude. Ah, ja. Das ist das Gebäude am Fluss. Das kennen wir doch sogar schon. Da haben wir doch mal die eine Dame getroffen, ne? Die Kriegerin, die war hier unten. Die ist auch, glaube ich, wieder da. Oder das ist auf jeden Fall eine Dame. So, das haben wir schon mal. Ich mache die Karte zu. Oder macht die unten hin. Ja, hier haben wir die Dame gehabt. Hat bestimmt nur Hinweise für irgendwas. Sakai. Ich glaube, ich sah Fürstin Masako zum Strand von Komoda reiten. Okay. Ihr Gemahl starb dort. Und ihre Söhne. Die Mongolen sollen immer noch am Strand sein. Ich sorge mich um ihre Sicherheit. Mich besorgt eher, was sie ihnen antut. Aber ihr habt recht. Ich sollte sie nicht alleine lassen. Also wieder nur eine Erklärung, wo Masako gerade ist und wo sich noch weitere Mongolen aufhalten. So. Hier komme ich rüber. Okay, jetzt bin ich auf der anderen Seite des Flusses. Und hier sind lila Blumen. Aha. Und da sind Felsen. Noch mehr lila Chrysanthemen. Ja. Tadayoris Ruhestätte könnte nah sein. Hier sind auf jeden Fall die Felsen. Ich muss die Höhle finden. Und da ist sie doch schon. Hier sind zu steil. Es muss einen anderen Weg geben. Hier, das wurde doch angezeigt. Ist gar keine Höhle, ist einfach nur so ein Durchzwängding.
Tadayoris Ruhestätte gefunden. Hat gar nicht so lange gedauert. Oh, ich höre da einen Bär. Hui! Da muss man rüber. Nicht runterfallen. Okay. Mongol. Woher wissen die von diesem Ort? Wer hat die getötet, sollte man hier mal fragen. Eine Karte. Ähnlich der von der Lila Krone. Wart, noch eine Karte? Ach so, die hatten. Das war die Karte, die die Mongolen hatten. Hm, die suchen also auch so alte, starke Artefakte. Tadayoris Ruhestätte. Geil. Schaut euch mal das hier an, ey. Sieht richtig nice aus. Okay, die Ruhestätte, Leute, haben wir gefunden heute in Folge 20. In der nächsten Folge gehen wir da mal ran. Und dann mal gucken, ob wir ja die Rüstung bekommen oder ob da noch irgendwas auf uns wartet. Weil irgendwie sind die Mongolen ja hier vorne tot. Und die sind ja nicht einfach so gestorben. Und am Weihrauch-Dingsbums wussten wir auch, es war schon jemand da. Das heißt, es war noch eine Person da, die nach der Rüstung gesucht hat. Und irgendwie sieht mir diese große Fläche hier aus, als würde man kämpfen müssen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen heute in Folge 20. Lasst einen Daumen nach oben da und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss!